Halbfinale. Wer schafft den Sprung ins Finale der EM 2024? Noch träumen beide, noch hoffen beide. Hallo und willkommen zu diesem Halbfinale der EM 2024. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind heute wieder Ihre Kommentatoren. Wir begrüßen Sie herzlich zu dieser Begegnung. Frankreich gegen Deutschland. Halbfinale bei der EM 2024. Jetzt muss eine Topleistung her, denn es steht so viel auf dem Spiel. Ich glaube, beide sind... Mbappé! Ah, da sehen wir es wieder. Kraft ist gegen immer die bessere. Hast du recht, da wäre mehr drin gewesen. Wir schauen auf die Aufstellung der Franzosen. Ibrahima Konaté spielt gemeinsam mit Benjamin Pavard in der Abwehr. Und der einzige Stürmer ist Olivier Giroud. Das ist die heutige Aufstellung der deutschen Mannschaft. Im Tor ist Manuel Neuer. Jonathan Tah spielt neben Antonio Rüdiger in der Verteidigung. Toni Kroos steht mit Pascal Groß im Mittelfeld. Und Kai Havertz ist heute erst die Chance hier. Und nun sind sie in Führung in diesem Halbfinale. 1:0. Alles läuft für sie. Und wir sehen ja auch den Jubel. So hatten sie sich das erhofft. 5:1. Ah, der war jetzt einfach zu hart, zu gutvoll, um den zu halten. Das ist eine tolle Aktion. Das war nicht zu gestern. Ja, das stimmt. Wie reagieren die Franzosen auf diesen Rückstand? Der Ball rollt wieder. Tchouaméni. Die Nummer 5, Pascal Groß. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Geht einfach vorbei. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Die Gelegenheit. Gute Parade. Die Ecke kommt von Griezmann. Oh, wichtiger Befreiungsschlag. Tchouaméni. Kai Havertz. Kimmich hat ihn wieder. Havertz. Würde Abschluss geben. Hier das Führungstor noch einmal in der Verlangsamung. Gehen die überall hin mit. Mbappé. Giroud mit dem Ball. Und Mbappé spielt. Rabiot. Super durchgesetzt. Rabiot. Den Ball hält er gut. Ecke von Kylian Mbappé. Diesen Kopfball hat er ganz ohne Probleme. Ja, der war weder genau noch hart. War gar nichts. Links, rechts, die Spieler ausgelassen. Sie suchen die Lücke, Nebenleute bieten sich gut an. Nicht ungefährlich, aber erstmal geklärt. Giroud. Ja, ist ein gefährlicher Steilpass. Ganz stark abgeblockt. Und Gündogan. Hat jetzt Anspielstation. Da verlieren sie den Ball. Da wäre mehr drin gewesen. Tchouaméni. Ball jetzt bei Griezmann. Ballgewinn war fast abzusehen, weil sie hier sehr hoch stehen, weil sie ganz früh stören. Gut verteidigt. Hm.
Giroud. Gutes Dribbling jetzt, Abwehr muss aufpassen. Er geht dazwischen. Die Franzosen bekommen die Ecke und sie hoffen jetzt natürlich auf den Ausgleich. Nein, vorbeikommen. Ich block wie ein Weltmeister. Flanke jetzt von Dembélé. Ist aber gar kein Weltmeister. Hat also nicht gereicht in dieser Szene. Super geblockt. Und es gibt Abstoß. Groß. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Da hat Mbappé einige Optionen. Mbappé! Sichere Parade. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Oh, das war knapp. Das war richtig knapp. Toller Versuch. Huch, leider kein Tor, aber da hat nicht viel gefehlt. Wenn sie so weitermachen, geht noch was. Die Chancen sind da, aber das ist das einzig Positive. Sie liegen hinten und einer der Hauptgründe dafür ist eben die eigene Chancenverwertung, die Unkonzentriertheit vor dem gegnerischen Tor. Aber jetzt sehen Sie sich erstmal diesem Angriff gegenüber. Die Deutschen jetzt wieder am Ball. Und jetzt nicht mehr. Jetzt die Franzosen wieder am Ball. Ja, da gibt es gute Anspielstationen. Antoine Griezmann. Er wirft sich in den Schuss, das war wichtig. Foul, Freistoß und das ist eine gute Gelegenheit. Gehalten! Und der war schwer. Der war richtig schwer. Freistoß kommt hart, der kommt präzise. Da müssen wir den Torhüter wirklich loben. Super Torhüter. Flanke jetzt von Dembélé. Der Ball prallt von der Latte ins Feld zurück. Du hast gesehen, da war Rüdiger mit dem Ball. Weg in dieser Szene. Alu-Treffer. Da lag der Ausgleich in der Luft. Jetzt müssen sie weiter Druck machen. Kimmich. Ja, du musst weiter Druck machen. Dann ist nicht dann noch der Ball bei Rüdiger. Kimmich. Da lässt er nichts zu. Pavard. Tchouaméni. Giroud. Da ist der Ball weg. Das ist abseits und wir müssen schon sagen, ein vermeidbares Abseits. Ja, das haben sie sich selber eingebrockt. Da müssen sie natürlich warten, bevor sie den Ball spielen. Ja, wirklich, du musst mal. Es gibt noch 2 Minuten oben drauf. Die Fans werden laut. Sie fordern jetzt schon einen Schuss. Ist es das jetzt? No. Nicht der Ausgleich. Aber da müssen sie mehr rausmachen. Ja. Diese Chance haben sie fast verschenkt. Kann ich mal sagen, warum fordert ihr einen Schuss? Ihr habt doch gesehen, das war's einfach nicht. Die erste Hälfte ist damit vorüber. Ja, er holt sich da jetzt schon einen schönen Top-Bonus. Ja. Ja, das ist immer so sehr, wenn ich einfach nur 3 Innenverteidiger. Und Rüdiger ist aber immer, ist immer ein Kopf, dass er einfach schon Bonus gibt. Ja. Wenn du den Arm so doll scheuchen musst. Jetzt wird einfach Pascal Groß Kapitän. Aber nicht Groß. Ne? Was am besten so gehen würde, Groß oder Müller. Dann, ne? Ich glaube, Groß ist sogar Vizekapitän.
wenn hier ist Deutsch. Ich war eigentlich noch Pascal Groß. Der mit seiner. Der seine erste. Die erste große Turnier spielt, ne? Eine der neuen. Das war Kapitän. Also, glaube ich, auch mal eine umständliche Wirtschaft. Jetzt machen wir hier weiter, Durchgang 2, die deutsche Mannschaft ist knapp vorne. Er hat den Siegtreffer, das Headshot, hat es verdient, ne? Wirtz. Das darf man nicht vergessen. Da ist der Ball hier erstmal weg. Pressing kommt sofort. Dembélé. Er holt sich vorne den Ball. Kai Havertz. Havertz! Tor! Ja. Da ist es! Und damit sind sie jetzt mit 2 Toren vorne. Dieses Halbfinale läuft genauso, wie sie sich das vorgestellt hatten. Zu Anfang geht der Halbzeit. Da war der Druck am Ende einfach zu groß. Sie haben genau permanent gedrängt und am Ende clever zugeschlagen. Da sehen wir es nochmal. Germany. Pavard. Am Ball Mbappé. Damit ist dieser Angriff erstmal beendet. Mbappé. Olivier Giroud. Jetzt Ousmane Dembélé. Fans werden laut, vielleicht die Schusschance für Dembélé. Macht das ganz sicher. Wahrscheinlich nicht. Energischer Zweikampf, geht mit Eckball weiter. Jetzt kommt der Wechsel. Mbappé. Und es gibt gleich wieder Ecke. Ecke kommt ins Zentrum. Kommt bei der Eckenparade, oder nicht? Wirtz. Jo, wo Einwurf der denn für Frankreich. Pavard. So aus. Das sich Wirtz auch. Hab ich gemusst. Germany. Da holen sie sich den Ball mit diesem Zweikampf. Hat schon befehl. Thomas Müller. Havertz. Das macht er sicher. Guter Befreiungsschlag. Musiala mit dem Ballverlust. Ja, das ist ein guter Pass. Benjamin Pavard. Griezmann. Sie geben noch nicht auf, das ist nicht zu übersehen. Gute Chance, aber kein Tor. Aber wenn sie so weitermachen, wer weiß, ich glaube, da kann sich noch was tun. Und zu nur uns Jens Wunder. Bis Finale. Mittelstädt. Groß. Und der immer zu seiner Ehe. Ball erstmal weg. Mensch, so ein Tor. Der ist viel auch immer erfolgreich. Thomas Müller. Pascal Groß. Wirtz. Eine Riesenchance. Aber die Wirtz ist sehr gut gemacht vom Torhüter. Niklas Füllkrug. Sie holen sich den Ball und der Grund dafür ist natürlich dieses frühe Pressing. Wirtz. David Raum. Groß. Füllkrug. Wirtz.
Die deutsche Mannschaft verliert den Ball. Das ist der neue Mitspieler. Komm an. Er geht vorbei. Diesmal. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Neuer. Keeper hat den Ball. Das war natürlich eine richtig gute Gelegenheit. Wenn du so frei durch bist, da musst du mehr draus machen. Jetzt Müller. Füllkrug. Müller. Groß. Wirtz. Müller. Niklas Füllkrug. Müller. Ah, da wäre jetzt Platz. Oh, gehalten. Unglaublich, was für eine Parade. Gleich wird hier ausgewechselt. Kimmich. Pascal Groß. Groß. Müller, das muss es doch sein. Mignon ohne Probleme. Der Blick auf die Uhr. 9 Minuten bis zum Ende. Da geht Rabiot dazwischen. Voller Einsatz. Schuss geblockt. Wirtz. Müller. Damit sind sie also nicht durchgekommen. Da können sie kontern. Wirtz. Was macht er draus? Klasse Parade, aber weiterhin gefährlich. Sie spielen einen richtig guten Konter, aber dann kommt doch nur ein eher schwachbrüstiger Versuch dabei rum. Ja, verschenkt. Anders kann man das nicht ausdrücken. Ja, schon. Aber auf der anderen Seite. 4 Minuten also bleiben hier noch. Chancen, die auf ihr Tor ballern. Also mehr Zeit wir von der Uhr nehmen, desto weniger Zeit haben sie noch, hier was draus zu retten. Musiala. Ah, oh, da geht er vorbei. Musiala. Kurze Distanz, kein Tor. Vielleicht war dieser harte Schuss die falsche Entscheidung. Sehe ich auch so, wenn der Platzierter kommt, dann wird es gefährlich. Er nimmt trotzdem eine Zeit von der Uhr. Ja, die schaffen sie nicht. Natürlich, jetzt schaffen sie sie nicht mehr. Aber Christopher Nkunku. Will ihm Druck aufzeigen. Ist auch gut. Ja, 2 Minuten Nachspielzeit kriegen wir jetzt noch. Das ist Thomas Müller. Die Riesenchance von Müller. Also, dass wir England und Frankreich jetzt im Viertel- und Halbfinale aus. Sie geben Mbappé viel Raum auf Außen. Ich weiß gar nicht, was wichtig ist. Ist das der Anschlusstreffer? Parade Neuer, immer noch gefährlich. Okay. Schlusspfiff, jetzt steht es fest. Deutschland ist im Finale der EM 2024. Sie stehen im Finale nach diesem überzeugenden Auftritt in diesem Duell. Sie machen es deutlich. Von Nervosität keine Spur. Und jetzt bin ich gespannt. Jetzt können die sogar das Endspiel für sich entscheiden. In dieser Form. Ja, die werden das Endspiel gewinnen. Wir spielen nochmal gegen Serbien.